Okay, so nämlich. But! Hallo meine Friendos und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ihr müsst ganz ruhig sein, denn der Alte schläft, glaube ich. Es ist hier mitten in der Nacht und wundert euch nicht, ich bin jetzt hier auf einmal wieder im Wald. Beim letzten Mal haben wir den dritten Schrein gemacht, wo wir dieses Modul bekommen haben, womit wir die Zeit anhalten können quasi. Und ja, der Grund, warum ich jetzt hier bin, ist ganz einfach. Fall ich jetzt mal runter. Ich habe offscreen ein bisschen weitergespielt und keine Angst, ihr habt nichts verpasst. Er stirbt doch nicht. Okay. Ich war aber wohl zu laut. Verdammt. Mein Tarn ist aufgeflogen. Ja, der Grund war einfach nur, weil mein lieber Freund Combaros hat heute gestreamt. Also Zelda, ne? Und er hat in dieser Holzhütte, wo wir im zweiten Part drin waren, hat er das Tagebuch von dem alten Typi gefunden. Und wir haben das damals nicht gefunden. Wahrscheinlich war ich einfach zu früh da. Okay, war ich schon drin. Die Höhle habe ich im Stream entdeckt und wollte mir auskundschaften, aber das war ja die, wo wir schon drin waren, ne? Wollen wir nochmal nachgucken? Ja doch, hier waren wir schon drin. Okay, ja, auf jeden Fall in dem Tagebuch stand, dass er ein Rezept kennt für einen scharfen Grillteller und zwei Zutaten hat er da genannt. Nur die dritte ist ihm nicht mehr eingefallen. Und ja, er hat dann geschrieben, wenn man die letzte Zutat ihm zeigen würde, dann wird er einem den Winterwams geben, den wir hier schon tragen. Also das heißt, so hätten wir quasi daran kommen können, bevor wir ins Wintergebiet gehen. Und wenn man den alten Mann oder wisst ihr was? Ich zeig's euch einfach mal. Weil das ja selbst noch nicht gesehen haben, mache ich das jetzt einfach mal. Naja, auf jeden Fall haben wir im Stream halt zusammen rumgerätselt, was die letzte Zutat sein könnte. Und ich habe es dann auch mal bei mir ausprobiert, bevor Combaros dann seine ganzen Ingredienzen verschwendet hat. Weil er hat halt nicht so viele. Deswegen habe ich es für ihn mal ausprobiert. Und deswegen war ich hier ein bisschen offscreen unterwegs. Ups. Fuck. Hat echt blöd im Rennen zu springen. So, schon besser. Das war ein bisschen knapp. Aber hey, gar kein Problem. Für unseren Helden Link. Also jetzt muss ich natürlich hier den ganzen Weg laufen, aber hey. Aber hey, wir kriegen ja schon. Fledermäuse. Gibt es noch irgendwas dazu zu sagen? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, wenn man den alten Mann. Wow. Leute, pass mal auf. Pass mal auf, scheiße, ich kann nicht rennen. Und wieder Frame-Einbrüche. Hast du gespeichert? Ja, okay. Wenn es dann noch speichert, dann kann es schon eher dazu kommen, also zu Frame-Einbrüchen, das habe ich auch gelesen. Wie ist denn jetzt hier überhaupt? Musst du hier nicht langsam in die Hütte kommen? Sag mal. Da vorne? Ist das die? Ja, ja, okay. Ich sitze ein bisschen weit vom Fernseher weg, deswegen wundert euch nicht, wenn ich nicht immer alles direkt auf Anhieb sehe. Oh nein, ich muss nicht nur Augenarzt. Meine Augen funktionieren auch ganz gut. Also kreativ. Ab und an gibt es zwar schon ein bisschen so Sachen, die ich nicht unbedingt direkt aus der Ferne lesen kann. Auf einmal schlägt er hier. Der hat doch ein Teleportmodul, Alter. Oder irgendein Hacker an. Ich weiß auch nicht. Erstmal alles klauen. Was hat er nur davon? Oh, noch mehr Chilis. Ja, danke. Ich habe meine letzte verbraten. Wecken. Nee, eigentlich nicht. Ich will dein Tagebuch lesen. Das jetzt hier liegt. Ich denke mal, das kommt wahrscheinlich erst, nachdem man die Türme aktiviert hat. Wie gesagt, bei uns war es noch nicht da. Das scheint das Tagebuch des Alten zu sein. Lesen.
Auf diesem einsamen Plateau ist meine einzige Freude das Kochen. Heute ist mir endlich gelungen, das ultimative Gericht zu kreieren. Ich nenne es den scharfen Grillteller. Diese Mahlzeit stellt nicht nur verlorene Kraft wieder her, sondern wärmt den Körper auch in größter Kälte von innen. Solange man sie vorher verzehrt, kann man auch ohne dieses ungemütliche Winterwams in die verschneiten Berge. Leider habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe das Rezept nicht sofort aufgeschrieben. Zwei der Zutaten waren Wild und Chili. So viel weiß ich noch. Leider fällt mir der Rest nicht mehr ein. Es war aber weder Pilz, Pflanze noch Geflügel. Ich werde wirklich langsam alt. Wichtige Tipps hier. Weiterlesen? Wenn doch nur jemand käme, der mir auf die Sprünge helfen könnte. Mir ist klar, dass auf diesem einsamen Plateau die Chancen auf ein zufälliges Treffen mit Hobbyköchen gering sind. Dabei würde ich für einen Hinweis zu den fehlenden Zutaten sogar meinen Winterwams hergeben. Ja, genau, das meinte ich. Aufhören. Und ja, er weiß dann auch, wenn man mit ihm spricht, dass man sein Tagebuch gelesen hat. Keine Ahnung, wie er das macht. Was ist das für ein Typ? Er kann einfach Gedanken lesen oder so? Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Kann ihn gerade mal wecken. Vielleicht passiert irgendwas Spannendes. Sprechen. Was ist denn? Ich war gerade erst eingeschlafen. Was machst du da? Schlafen. Egal. Natürlich schlafe ich. Was immer du willst, es muss bis morgen warten. Wenn du Zeit totschlagen willst, setz dich doch ans Lagerfeuer. Okay. Sorry, alter Mann. Es tut mir leid. Ein bisschen. So, warte mal kurz. Kann man damit eigentlich auch zuhauen? Oh, cool. Funktioniert sogar. Alles klar. Ja, und wenn man ihn dann am Lagerfeuer anspricht, das würde ich jetzt natürlich auch noch gern zeigen. Natürlich sind die Laufwege so lange. Ich guck mal. Oder ich schneide das mal kurz. Ich schneide mal kurz für euch, ja? Das ist vielleicht angenehmer. So, und da sind wir jetzt hier wieder am Lagerfeuer. Mitten in der Nacht. Weil ich hätte wahrscheinlich auch einfach da warten können. Am Feuer. Egal. Egal. So, sprechen wir mal mit ihm. Na, kommst du mit der Erkundung der Schreine voran? Machst du da, Rücken bringt dich um, ja. Wissen wir schon, so. Ich habe etwas gekocht, das hatten wir ja schon mal angewählt, aber er mochte es nicht wirklich. Ach, verdammt, nee, jetzt sagt er das gar nicht, weil ich es ja schon gemacht habe. Wahrscheinlich. Normalerweise würde er halt sagen, er weiß, dass ich das, dass ich das Tagebuch gelesen habe. Und, ja, er weiß halt nicht, was die dritte Zutat ist, aber er meint wohl, es wäre in der Nähe des Turmes zu finden. Und das Einzige, was da eigentlich wirklich in Frage kommt, was wirklich stark in der Nähe ist, sind Frösche und Fische. Und wir haben es zwar hier noch nicht gemacht, aber ja, man kann Fische fangen, zum Beispiel mit Bogen abknallen oder wahrscheinlich einfach einen Speer schmeißen, geht bestimmt auch. Und die Frosche kann man einfach so einsammeln. Ja, aber wir hielten sie nicht wirklich für sinnvoll, Fleisch und Fische da reinzupacken. Das kam uns komisch vor, deswegen haben wir erstmal andere Sachen ausprobiert. Und dann, waren wir halt immer noch am Zweifeln. Ja, sind jetzt Fische? Keine Ahnung. Und dann habe ich halt einfach für Kombo ausprobiert. Und wir lesen dann einfach trotzdem mal weiter. Wenn wir das jetzt haben, dann sagt er nämlich Folgendes. Ist das etwa der scharfe Grillteller, den ich in jungen Jahren selbst erfunden habe? Wie? Warum? Und vor allem, wie lautet das Rezept? Ich verstehe. Hyrule-Barsch hast du also hineingetan? Nun gut, ich erkenne deine Raffinesse an und überreiche dir dieses Winterwams. Moment. Ja gut, ich habe den Winterwams jetzt natürlich, ne? Das hatte ich dir ja schon längst geschenkt. Dann musst du dich wohl mit einer Anerkennung zufrieden geben. Okay. Ho, ho, ho. Schade. Ja gut, hätte ja sein können, was er noch einen zweiten hat. Aber habe ich mir jetzt... Ich habe schon gedacht, was er nur den einen hat.
Gut, ja, das wollte ich nur einfach mal kurz zeigen, weil ich das ganz interessant fand, dass es hier halt noch eine zweite Methode gibt, um an den Winterwams zu kommen. Und da muss man halt ein bisschen rumrätseln und das ist cool. Ich mag sowas. Das ist voll nice. Wie gesagt, im Let's Play haben wir es leider so nicht rausgefunden, weil ich zu früh da war. Leider. Sorry, aber hey, es gibt immer mehrere Möglichkeiten, an sein Ziel zu kommen hier. Deswegen, das finde ich einfach nice. Ich finde das einfach super nice. So, auf jeden Fall, als ich hier ein bisschen rumprobiert habe, ich musste mir nochmal Wild holen und vor allem den Fisch fangen. Und ich habe da ein bisschen was entdeckt. Zwei kuriose Stellen sind mir aufgefallen. Ne, drei mit der Höhle, die ich eben noch abgecheckt habe. Aber da waren wir ja scheinbar doch schon. Auf jeden Fall, zwei weitere sind mir noch aufgefallen. Und das würde ich auch gerne überprüfen, so da muss es gewesen sein. Ja, genau. Da bei dem Teich, wo der eine Schrein war. So, und zwar einmal diese Felsformation hier. Fledermaus? Was? Wollt ihr, Mann? Alter, voll mit den Windstößen, kaputt gebasht. So, her mit den Flügeln. Und zwar ist da einfach so ein Stein drinne. Das muss ja was sein, oder? Ein Krog? Ja, natürlich. Natürlich. Das war mir so klar. Das sah so verdächtig aus. So, und die andere war ganz in der Nähe. Ich glaube zwar nicht, was war, aber es sieht so ein bisschen aus wie so eine Stelle, wo ein Krog auftaucht. Aber ich glaube, das waren einfach nur ein paar Insekten, die herumgeschwirrt sind. Ich glaube, das war hier. Ja, genau. Das hier. Ja, ist nix, ne? Scheint nichts zu sein. Hier ist nur ein Pilz. Aber sah halt ein bisschen verdächtig aus. So, und was ich hier noch machen wollte? Ich wollte hier noch gucken, was ich da jetzt machen kann eigentlich. Mit diesem Ding. Diesen ups. Fuck, das war das falsche Modul. So, Magnetismus wollte ich hier eigentlich verwenden. Muss ich natürlich erstmal warten. So, komm mal raus. Komm mal raus hier. So. Weil der ist hier so komisch angekettet. Ich frage mich, ob ich den lösen kann. Und zwar, nee, nicht so, sondern damit. Moment, nutzen wir einfach wieder unseren Hammer. Und hau ihn weg! Mal gucken. Nö. Kette ist too strong. Was dann? Das muss doch irgendeine Bedeutung haben. Drin war ja nichts, ne? Soll ich hier rein? Oder warte. Kann ich den nicht da rein befördern? Sag mal. Ja. So. Das muss ich mal austesten. Könnte funktionieren, eventuell. So. Tatsache. Noch ein Krog. Ja, nice. Nice one. Ja, schön. Schön, schön, schön. Hätten wir das auch. So, und tatsächlich hat er einen Krog entdeckt, den ich nicht entdeckt, beziehungsweise ich habe ihn eigentlich entdeckt. Also ich habe ihn darauf aufmerksam gemacht, weil er eine kuriose Stelle war. Wieder mal. Ist mir gleich auch gefallen. Und zwar erinnert ihr euch vielleicht noch an diese Tür, die an der Mauer mal lag. So eine große Tür. Die war tatsächlich aus Metall. Und ich weiß gar nicht, ob wir das Magnetmodul an der Stelle schon hatten. War es nicht hier irgendwo? Nee, genau. Das war beim Schrein. Das war beim Schrein. Wird das dann noch weg? Schon ein bisschen. Okay, ich schneide mal kurz. So, genau hier. Und er hat dann genau wie ich, hat er sich hier unten vor dem Wächter versteckt. Und dann diese Metalltür hier entdeckt. Und hat da direkt gecheckt, was er die aufheben kann. Und wollte damit den Wächter verprügeln. Hat natürlich nicht so ganz funktioniert. Aber mir ist dann aufgefallen, als er die hochgehoben hat. So, weg mit dir. Ist da ein Stein drunter. Und der kam mir sehr verdächtig vor, weil wir hatten das ja schon öfter, was da drunter ein Krog war. Und tatsächlich war dem auch so. Und deswegen ein weiterer Krog. Voll nice. Haben wir schon 11. Wundervoll.
So, und hier wollt ihr sowieso hin, um den nächsten Tempel zu machen. Deswegen würde ich einfach mal vorschlagen, machen wir den. Wenn wir schon mal hier sind. Und ich würde sagen, danach kümmern wir uns mal um einen der Wächter. Weil so langsam fühle ich mich doch bereit, glaube ich. Ich glaube, ich bin bereit. So, dann erstmal hier rein. Vielleicht schaffe ich das alles noch in einem Part. Ich denke mal schon. Ich glaube, der Tempel war auch nicht so groß. So, und rein da. Runter in den nächsten Tempel. In den nächsten Schrein, meine ich natürlich. Zutaten rösten, ja, wissen wir. Also es gibt halt wirklich einen Unterschied zwischen rösten und dann kochen. Wenn man die einfach ins Feuer wirft zum Beispiel oder halt in so eine Kochstelle, macht halt einen Unterschied. Aber kochen ist immer effektiver. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Yabashif. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Zerstörungskraft. Yabashif Schrein. Das hört sich krass an. Und da müssen wir auch direkt was zerstören. Mal gucken, was wir bekommen. Man kann sich vielleicht schon denken. Eventuell. Aber gucken wir einfach mal, was wir Schönes bekommen. Schikastein erkannt. Datenübertragung beginnt. Dann mal los. Das ist einfach so Hightech alles. Und trotzdem irgendwie mittelalterlich. Das ist ganz komisch. Also die Shika sind schon krasse Typis. Und vor Jahrtausenden sollen die schon existiert haben. Aber dann irgendwie minimiert. In Ocarina of Time gab es ja schon nur einen Shika, beziehungsweise zwei mit Sheik zusammen. Also Impa und Sheik. Also da waren die schon dezimiert irgendwie. Und in Skyward Sword. Sword scheinbar auch schon. Da gab es auch nur Impa. Ganz komisch. Aber hier findet man noch welche, die irgendwie total alt sind. Schon fast verrostet. Auf jeden Fall kriegen wir hier das Bombenmodul. Löst aus der Entfernung Explosionen aus. Die Explosionen fügen Feinden Schaden zu und zerstören Objekte. Verwende je nach Bedarf runde oder eckige Bomben. Ja, nice. Rund und eckig. Ja gut, klar, Runde kann man halt. Die rollen halt eher so Abgründe runter und sowas. Und die eckigen bleiben halt eher stehen. Ne, ganz klar. So, und dann. Ups. Stimmt ja. So, keine Angst, wir können die wieder aufheben. Weil die sind nämlich fernzündbar. Und zwar mit L. Zack. Und dann laden sie sich hier unten wieder auf. Und so hat man theoretisch unendlich Bomben. Was ganz cool ist. Warum drücke ich immer A? Nein, bleib hier! Das muss ich mir noch angewöhnen, mit R zu werfen. Ja, eine Truhe. Nice! Was haben wir hier? Oh, ein Reise-Zweihänder. Sehr beliebt bei Abenteuern aus ganz Hyrule. Mit dieser schweren Waffe kann man Monstern ihren Schild aus der Hand schlagen. Das klingt gut. Ist zwar ein bisschen schwächer als unser Hammer, aber warum eigentlich nicht? Verdammt. Okay, bisschen Platz schaffen. Was brauchen wir denn eher nicht? Den Speer vielleicht? Fackel würde ich schon gern behalten. Kockfächer. Weiß ich nicht, ob wir den nicht eventuell später noch brauchen werden. Genauso wie die Axt. Deswegen doch wohl eher... Wie viele Waffen habe ich denn? Ich habe das zum Angreifen. Ich habe noch so ein Schwert zum Angreifen. Das hier und den Hammer. Ja gut. Ja komm, dann den Wurfspeer. Ich mag zwar die Speerwaffen, weil die sehr lange Reichweite haben und so, aber was sein muss, muss sein. Los, geht kaputt! Natürlich nicht. Aber ey. So, dann kommen wir mit. Zweihänder will ich mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Wie cool er den hält einfach. Richtig geil. Schön, wie groß die einfach ist. Das ist richtig geil. Ach ja, schon schön. Ist schon schön. Autsch! Oh, fuck. Habe ich vergessen, dass es so einen großen Radius hat. Das war nicht so klug. das sollte ich mir noch angewöhnen. Schnell mal was fratzen. Hier den Barsch vielleicht. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Lecker Schmecker.
So, schade, was man dich nicht temporär so aufheben kann, um den dann noch zu werfen oder so. Das wäre vielleicht noch ganz cool. Aber ich glaube, hier kommen eh keine Gegner, oder? Wie war das? So, und hier könnte man theoretisch auch so eine Ecky-Bombe legen, das da drauflegen und dann explodieren lassen. Aber hey, wie gesagt, es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel auch einfach sowas machen. Zack, einfach in der Luft aufgesprengt. Ach ja, das ist so nice. Wow, oh, Alter, da wären fast meine Füße weg gewesen. Ich frag mich, ob er dadurch Damage kriegt, eigentlich. Kann ich mich hier runterhängen lassen, um das auszuprobieren? Nee, leider nicht. Egal. egal. So, und was ist das hier? Ah, hier wird uns schon vorgemacht. So kleine Katapulte, damit wir Bomben transportieren können. Theoretisch. Oder auch, um zum Beispiel an diese Truhe zu kommen. Oder, warte mal. Nö. So. Ist das nicht eine Metalltruhe? Könnte man die theoretisch auch damit holen? Das muss ich gerade mal überprüfen. Da komme ich nicht wirklich dran. Egal. Ich dachte, vielleicht gibt es da auch noch eine zweite Möglichkeit, also das halt damit zu holen. Aber scheinbar nicht. Man kommt da nicht wirklich ran. Aber wenn man rankommen könnte, dann eventuell. Ich weiß halt nicht, ob die aus Metall ist, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall können wir uns hier einfach rüberschleudern lassen. Und damit die Truhe öffnen. Bernstein. Sehr schön. So, um hier weiterzukommen, müssen wir diesen Mechanismus verwenden. Wie gesagt, wundert euch nicht. Ich kenne die Schreine halt schon. Aus der E3. Größtenteils. So, und hier haben wir so eine kleine Schleuse. Hier können wir einfach mal die Bombe reinplatzieren und dann wird die rübergehauen. Und zack. Schön das Zünden nicht vergessen. Und damit können wir jetzt hier hoch. Und dann noch den Rest aussprengen. Kann ich ihn drüber werfen? Nee. Ja, bloß nicht in Reichweite stehen. So, gut. Nicht nochmal aus Versehen verletzen, ne? Das wollen wir hier nicht. So, und jetzt sind wir auch schon durch. Und damit kriegen wir auch das letzte Zeichen der Bewährung. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Nice, danke Typ. Unser viertes. Und Heilung. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Okay, sagt nichts Neues. Also theoretisch können wir das auch überspringen. Aber es hat schon was Episches. Ich weiß noch nicht, ob ich das mache. Perfektes Ausweichen. Wenn du genau im richtigen Moment mit einem Rückwärtssalto oder einem Sprung zur Seite ausweichst, erhältst du eine Chance zum Gegenangriff. Ah, genau. Das ist das, was ich meinte. Ich habe es immer noch nicht hinbekommen, leider. Ach stimmt, der alte Mann. Wir haben ja jetzt alle. Nun hast du in allen Schreien auf diesem Plateau ein Zeichen der Bewährung erhalten. Es ist soweit. Link, es ist Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. Die Wahrheit? Welche Wahrheit? Sieh auf deine Karte und denke dir gekreuzte Linien zwischen den vier Schreien. Okay. Dort, wo sich die Linien kreuzen, werde ich auf dich warten. Alles klar, alter Mann. Hast du verstanden? Ich habe... Wo die Linien zwischen den vier Schreien sich kreuzen. Der kann sich wirklich porten, der Bastard. Ich hab's gewusst, Mann. Das war der Magic-Typ. Was ist das für ein Typ, Alter? Okay, ich habe eine Vermutung. Mal gucken, ob sich das bewahrheiten wird. So, wir können... wir können ja schon mal nachgucken. So, wo sich die Linien kreuzen. Also hier ist ein Schrein, da ist ein Schrein. Kann man sich um die Linien zeichnen? wissen nicht wie, ne? So, es müsste auf jeden Fall... Ja,
Okay, im Terminal, in der Zitadelle der Zeit. Alles klar. Ja gut. Das hätte man sich vielleicht denken können. Eventuell, aber hey. So gut, aber bevor wir das machen, will ich natürlich erstmal gegen den Wächter kämpfen. So, mal gucken, wie genau ich das anstelle. Auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich den Bogen benutzen. Am besten unseren stärksten. Den hier. So, und pfeilmäßig, was haben wir denn da Schönes? Wir haben ganz viele Feuerpfeile, wir haben noch ein paar Bombenpfeile. Und wir haben ganz viele normale Pfeile. Damit kann man den bestimmt auch gut bearbeiten. Vielleicht nutze ich die erstmal. Mal gucken, wie viel Schaden das macht. Eventuell können wir auch unsere Bomben benutzen, von denen haben wir unendlich. Also es könnte vielleicht lange dauern, weil ich nicht weiß, wie viel Schaden wir machen. Wahrscheinlich nicht so viel. Aber es könnte funktionieren. Theoretisch kann ich auch auf Nahkampf gehen, weil ich mich anschleiche, denke ich. Ich weiß noch nicht genau, ob das so klug ist. Weil meine schönen Waffen für den verbrauchen. Kann man machen, aber ich bin immer so ein sparsamer Typ, eher. Deswegen. Weiß ich nicht. So, erstmal hier aufsprengen. Und genau, es gab ja noch zwei Stellen, die wir entdeckt haben zum Aufsprengen. Das würde ich auch gerne machen. Nein, Nick, du sollst ja nicht hoch. So, ich glaube, das war der Typ, ne? Ja, okay. Hi. Okay. Mal schauen. Mal schauen, Leute. Okay, das war auch schon ein bisschen was. Ja doch, das geht doch. Das geht eigentlich. Hallo? Typ? Batz! Immer schön ins Auge rein. Genau. Leute, ich habe eine Idee. Ich habe eine verdammt coole Idee eigentlich. Wartet mal. Dafür will ich aber... Bombenpfeile? Aber eine Idee. Wartet Leute. Passt auf. Das wird geil. So, Typ, hier bin ich. Okay, so nämlich. Batz! Ich glaube, das macht mir nämlich mehr Schaden. Also runterspringen. Batz, noch eine rein. Nein, Link, nicht schleichen. Das war auch nice, oder? Das war auch super nice. So, warte mal. Nicht zu viele Bombenpfeile. Ich nehme mal Feuerpfeile. Und mach das gleich normal. Also ich glaube zumindest, was stärker ist, oder? Ich weiß gar nicht. Also ich nehme es einfach mal an, weil es cool aussieht. Aber wir haben ihn schon ungefähr auf die Hälfte runter. Das ist doch schon mal was. So, vielleicht können wir direkt zwei setzen. Ja, es geht. Batz. Sehr schön. Okay, ich glaube, den Rest mache ich aber trotzdem normal. Mit normalen Pfeilen auch. So. Okay, pass auf, Leute. Jetzt, da es die letzten Hits sind, versuchen wir mal was. Uns anzuschleichen. Nicht zu mir drehen. Und dann voll eine reinhauen, Mann! Batz! Wie er daneben schießt! Und das war's! Ha! Typ, ha! Trotte und ganz viele Metallteile. Antike Achse. Eine so stabile Achse könnte mit heutiger Technologie nicht hergestellt werden. Vielleicht wird sie dir für irgendwas nützlich sein. Okay, nice. Und alles her damit. Geil, Leute, wir haben es geschafft. Ist mein Schwert noch heil? Ja, okay. Cool, nice. Das hat doch ganz gut funktioniert. Würde ich schätzen. Oh.
Oh, eine Truhe. Eine Truhe, die will ich haben, die will ich... Ist das? Ex, jawoll, unsere letzte, die dritte Truhe des DLCs. Und da ist unser Nintendo Switch Hemd. Erweiterungspass Bonus. Was für ein energisches Rot. Was für ein formschönes Logo. Aber wenn du das Hemd verkaufst, bekommst du es nicht zurück. Okay. Werde ich natürlich nicht machen. Und, ups. Mach ich hier immer. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht unbedingt tragen. Und das ist halt auch 4 Verteidigung. Aber es sieht halt so fehl am Platz aus, irgendwie. Es sieht halt so modern aus, irgendwie. So ganz komisch. Aber, wer es mag. Also, es sieht nicht schlecht aus, ne? Aber es passt halt nicht. Das ist halt das Problem. Deswegen würde ich sagen, wechseln wir wieder. Aber schön, dass wir es gefunden haben. Warum nicht? Sehr gut, okay. Dann noch die 2 Stellen, wo wir es aufsprengen können. Ich schneide euch das mal zusammen, würde ich sagen. Genau, was Combo auch noch ausprobiert hat. Wenn man so eine große Waffe hat, dann kann man hier die Kisten also schlagen. Und da ist meistens ziemlich viel Loot drin. Okay, hier jetzt nicht so viel. Aber er hatte da so ein paar, da waren zigtausend Äpfel drin einfach. Das war Wahnsinn. Aber gut. So, und zwar einmal, wenn wir hier über den Baumstamm gehen. Bei der Holzhütte nämlich. Dann kann ich mir gleich auf dem Rückweg noch ein paar Äpfel holen zum Beispiel. Warum eigentlich nicht? Kann nicht schaden, auf jeden Fall war hier noch eine Stelle, wo wir was aufsprengen können. Mist, schon die A gedrückt. Komm her! Batz! Und was haben wir hier? Mehr Feuerpfeile, sehr schön, haben wir ja ein paar aufgebraucht. Gut, und die andere, genau, die war beim Tempel der Zeit, da müssen wir sowieso hin. So, und zwar hier, wo wir den Krog gefunden haben, springen wir hier runter, da hinten. Da hinten sieht es doch sehr verdächtig aus. Moment, das ist aber kein Boden. Ja, okay, kein Problem. Kein Problem. Kriegen wir hin. Wir müssen die einfach nur gut werfen. Ich hoffe, wir können so weit werfen. Und doch ein bisschen Boden ist da. Aber mal gucken, ob es so geht. Hm, nicht wirklich. Okay, vielleicht von oben. Oder reicht das hier so? Doch, das reicht. Okay, der Platz reicht. Es sah so aus, wäre da nicht genug Platz. So, aber ich würde sagen, dafür nehmen wir mal die eckigen Bomben. Die halten hier besser. Und, shit, im Wasser kann ich die nicht zünden. So. Und eine weitere Truhe. Was haben wir da? Ein weiterer Opal. Okay. Sehr schön. Damit habe ich, glaube ich, alle Stellen erledigt, die ich erledigen wollte, die mir kurios aussahen. Ich weiß, ich habe längst nicht alles gesehen. Es gibt bestimmt noch ein paar mehr Geheimnisse, wo zum Beispiel noch Krogs sind und so. Es soll irgendwie so 900 Krog-Rätsel geben. Ich glaube nicht, was direkt die Samen damit gemeint sind, aber wenn wir hier schon so viel gefunden haben, 11 Stück, und die Welt so groß ist, ja, kann ich mir das schon vorstellen. Und wahrscheinlich gibt es hier auf dem Plateau noch mehr. Bestimmt. Habe ich jetzt nicht alle entdeckt, aber werden wir vielleicht irgendwann nachholen. Mal gucken, wie ich das genau mache. Ob ich 10.000 Jahre rumsuche oder ob ich das nachgucke oder so. Ich weiß noch nicht genau. Oder ihr könnt mir Tipps geben. Oder irgendwie sowas. Müssen wir das später mal überlegen. Also das habe ich noch gar nicht erwähnt, ne? Ich werde versuchen, die 100% anzustreben. Ob ich die im Endeffekt wirklich mache, weiß ich noch nicht genau. Das wird sich zeigen, was, also, das hängt halt davon ab, was man genau alles machen muss. Das werde ich mir halt noch überlegen. Aber erster Stand ist, ich war gerade abgelehnt. Erster Stand ist, ich werde es versuchen. Ich peile die 100% an, aber ich kann noch nichts versprechen. So, aber Leute, bevor wir dann in den Tempel der Zeit gehen und uns anhören, was diese Wahrheit ist, von der dieser alte Mann geredet hat. Und ihr seht schon da, die Statue der Göttin Hylia ist am Leuchten. Das war vorher nicht. Und ja, dann wird sich zeigen, was passiert.
Ja, auf jeden Fall machen wir das erst im nächsten Part. Also seid gespannt, schaltet das nächste Mal wieder ein. Und dann sehen wir uns da. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn euch der Part gefallen hat, hinterlasst doch mal einen Daumen hoch. Außerdem würde ich mich sehr über Kommentare freuen, was euch gefallen hat und was nicht. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dann, euer Retoxan.